Willkommen zurück zu Alan Wake. Tja, nachdem Alan am Steuer eines verunglückten Wagens aufgewacht ist, ohne Erinnerung an den Unfall, ja, gehen wir jetzt zu einer Tankstelle und hoffen, dass da ein Telefon ist. Jetzt schauen wir uns nochmal das Manuskript an. Departure von Alan Wake. Departure von Alan Wake. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Tja, Alan wird von dem Buch verfolgt, das er bisher noch nicht geschrieben hat. Und er hat natürlich über einen Axtmörder geschrieben, der uns jetzt verfolgt. So, mal vorsichtig umsehen. Oder renne ich einfach so schnell wie möglich zur Tankstelle? Ich fürchte offen gesagt, dass der Axtmann direkt um die Ecke irgendwo lauert. Da oben wird's schon etwas heller. Oh. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Ja, ruf dem Axtmörder noch zu, du Knaller. Tja, aber es stimmt ja, wir hatten einen Unfall. Vielleicht kann der Axtmörder uns mit der Axt weiterhelfen. Wer weiß das schon? Wo bist du, Axtmörder? Ist doch schon wieder Licht gewesen. Aha. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Tja, das hoffe ich auch, dass das Licht ein gutes Zeichen ist. Was haben wir denn hier alles? Das sieht nach einem Holzfällerlager oder einem Sägewerk aus, würde ich meinen. Ah ja, Holzfällerlager, Axt, ist klar. Hilfe suchen. Dann mal rein. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hör doch auf zu rufen. Die kriegen dich doch dran. Das sind keine netten Waldarbeiter, die hey, da im Dunkeln noch arbeiten. Sie! Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Verdammt! Goldstacki! Wirklich erfreut. Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Oh Mann, Goldstacki. Was ist denn mit dem passiert? Mach mir keine Angst, Junge. Okay. Verdammt. Oh Mann. Schock. Ob ich jetzt mein Manuskript schnell lesen sollte? Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Oho. Ganz ruhig. Karl, wo bist du?
Oh Mann. Also was will der jetzt von mir? Mich mit einer Axt erlegen oder mir irgendwas vermieten? Verliert! Mist! Oh oh. Das ist der neueste Trend! Oh verdammt. Zwei fliegen mit einer Klaus. Ab ins Licht. Geh weg, du verdammter. Ab ins Licht. Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Ja, darauf habe ich jetzt Lust, ey. Knarre, perfekt. Taschenlampe, noch besser. Die Ratte. Los einstecken. Batterien. Noch mehr Batterien. Ich würde mir gerne so einen Helm anziehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein bisschen Angst, dass der mit der Axt eine reinhaut. Während ihres Aufenthalts. Oh verdammt, was haben wir denn hier? Munition. Das ist der neueste Trend. Die Gesundheit. Oh, ein Telefon, schnell. Ja. Polizeiwache, Bright Falls. Wach auf, Mann. Hallo? Ja, klar. Karlstucky. Was zum Henker? Verdammte Hacke. Aus hier. Der Mist. Was macht der denn? Wie komme ich denn hier raus? Abflug! Ach du Schande. Also hier finde ich keine Hilfe. Ich muss zur Tankstelle. Also nimm's mir nicht krumm, Waldarbeiter, Junge. Ich mache einen Abflug. Was ist das denn hier? Es gab noch mehr davon. Munition. Verschwindet. Verfluchter Mist. Mein Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Naja, umgelegt ist umgelegt. Das heißt, wir leben. Was ist das denn hier? Pfeile. Die uns hoffentlich weiterhelfen. Hinter jeder Ecke ein. Meine Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Schaurige Graffitis und eine Kiste. Was kann in der Kiste sein? Leuchtpistole. Ah. Perfekt. Ich werde erstmal wieder die normale Pistole nehmen, denn die Leuchtpistole, die macht ordentlich Platz. Wenn ich richtig Ärger habe, die hebe ich mir auf. Oh Mann. Ich will hier weg. Ich will hier raus. Was ist das denn hier? Treten. Okay. Okay. Strom unterbrochen. Der dunkle Wald war der letzte Ort, wo ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Ja, bleibt mir nichts übrig. Ich muss in den Wald rein. Bleibt mir ein bisschen die Spucke weg bei der ganzen Geschichte hier. Was macht der denn da? Komm, stirb! Stirb! Also. Was haben wir hier? Batterien. Revolvermunition. Nachladen. Okay. Was ist das da hinten? Alter Traktor. Eine weitere Manuskriptseite. Mal schauen.
was uns das Manuskript offenbart. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war, doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe, nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Okay. Entweder drehe ich langsam durch, oder ich lebe mein ganzes Leben in einem Traum. Oder einer verrückten Geschichte. Unsere Rose aus dem Diner. Und ich komme drin vor. Das ist alles beängstigend. Super. Stromschlag bekommen, verdammt. Oh shit. Was hat's denn eigentlich mit dieser verdammten alten Irren auf sich? Was zum Teufel war das? Oh verdammt. Jetzt komme ich unten am Wasser an. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Okay, ganz vorsichtig, mein Lieber. Okay, geschafft. Wie komme ich hier jetzt weiter? Eine Thermosflasche im Wald. Sehr gut. Die nehme ich mit. Tja, ich schätze mal, jetzt muss ich hier irgendwo einen Übergang finden, um diesen Fluss hinter mir zu lassen, um da hinten zur Tankstelle zu kommen. Okay, hier kann man weitergehen. Die Tankstelle sieht noch so verdammt weit weg aus. Hier kann ich hoch. Okay, jetzt reiß dich zusammen, Ellen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Mach keinen Mist. Ganz cool. Aber das sieht mir wie eine Sackgasse aus hier, oder? Manuskriptseite. Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten. Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Oh. Al war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaugt. Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Etwas stimmte nicht. Okay, Alan erwartet seinen Freund Barry. Das ist schon mal gut, dass Barry auf dem Weg zu uns ist. Der hilft uns hoffentlich. Und ich muss sehen, wie ich am Ende ganz über diesen verdammten Fluss drüber komme. Oh, verdammt. Ganz ruhig bleiben, Karl Stucky. Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Ja, er verfolgte mich. Okay. Hier bei den neuen... bei der neuen Munition und den neuen Batterien mache ich zuerst einmal einen Cut und... Tja, wir sehen uns in der nächsten Folge mit Alan Wake und Karl Stucky.